So, ich bin natürlich nicht ganz ohne Auftrag hier. Und zwar Arshad Tours Jordanien. Ist da ein Reisebüro, gehört dem Tarek. Den habe ich auch kennengelernt, mit dem war ich essen. Und der organisiert spezialisiert deutsche Reisen durch Jordanien. Die Webseite verlinke ich, blende ich jetzt ein. Könnt ihr euch informieren, könnt ihr Reisen buchen, nette Reiseleiter, tolle Touren. Und das Ganze über Arshad Touren. Logo kommt jetzt, Webseite kommt jetzt. Und jetzt geht's weiter mit Little Petra. Der Sik al-Barit, arabisch, auch Little Petra genannt, liegt wenige Kilometer nördlich der nabatäischen Stadt Petra. Der ehemalige Karawanenrastplatz kann als Vorort von Petra betrachtet werden. Da sind wir gerade, genau in diesem Vorort von Petra. Obwohl al-Barit deutlich kleiner ist als Petra und über weniger prächtige Fassaden verfügt, war der ursprüngliche Bedeutung groß. Klein Petra war ein bedeutender Karawanenrastplatz auf der Handelsroute zwischen dem Mittelmeer und Rotem Meer. Und auch der große Warenumschlag von Petra, der schmale Schlucht am Eingang, war durch eine Tür zu verschließen und bot große Sicherheit durch ihre Unzugänglichkeit. Und deswegen war Little Petra für die Nabatäer sehr, sehr wichtig. Heute Morgen 10.30 Uhr ist in Little Petra noch wenig los. Die meisten starten ihre Touren erst wirklich in Petra. Und viele fahren auch gar nicht nach Little Petra, weil es liegt 16 Kilometer vor der Stadt Petra, Little Petra. Bin hier heute Morgen im Taxi rausgefahren und dann geht es auf einem Trailweg knapp 18 Kilometer zum Kloster Aldir zurück. Den Weg habe ich schon verfilmt, Kloster Aldir, allerdings nicht von Little Petra aus, sondern da bin ich noch mal so 6 Kilometer nördlicher gestartet. Diesmal geht's von Little Petra zum Kloster Aldir. Dort in den Felsen Treppen eingearbeitet und diese gehen zu den Unterkünften. Und auch in dem Bereich da hinten sind Stufen. Die eigentlichen Unterkünfte liegen im engen Tal des Sik al-Barit Little Petra. In der ganzen Schlucht finden sich zahlreiche Höhlen, Nischen, Fassaden, Kanäle und Zisternen. Zahlreiche Treppen führen nach oben, vermutlich zu hochgelegenen Opferplätzen, wo Kulthandlungen ausgeführt wurden. Bei den Höhlungen handelt es sich vor allem um Wohnräume und Kultspeiseräume, Triklinen genannt. Grabstätten gibt es wenige. Eine Fassade mit zwei schlanken Säulen hinterher, der sich großem Hohlraum befindet, wird als Tempel gedeutet. In einem Belignum im Sik al-Barit gibt es ein Deckenfresko mit Tauben, Blumen, Vögeln, Weinerben und Puten. Eine der wenig erhaltenen Wandmalereien der Nabatäer. Es wird in der zweiten Hälfte oder ersten Hälfte im ersten Jahrhundert nach Christus datiert. Das Deckenfresko. So sieht das Ganze aus. Wo man datiert ist, 1000 bis 2000 Jahre vor Christus. Wahnsinn.
Tja, und eure Sicherheit müsst ihr euch keine Gedanken machen. Es gibt hier keine Absperrung, Handläufe oder ähnliches. Nicht in Jordanien. In Jordanien ist noch Abenteuer angesagt. Und da geht es unter anderem auch hoch zu den Unterkünften und zu den Opferplätzen. Und wir gehen jetzt runter in die Richtung, denn Little Petra ist noch nicht zu Ende. Lass uns gehen. So, die andere Seite vom Eingang nach Little Petra. Ja, Little Petra ist noch nicht zu Ende. Es geht immer noch weiter. Little Petra. Ja, Werbefilm für Attach Tours in Jordanien. Meldet mich gerne mal vom Ausgang. Und wenn euch das gefallen hat, Subscribe drücken. Link vom Reisebüro findet ihr. Geht auf die Webseite, erwähnt meinen Namen. Bestellt Tarek einen schönen Gruß. Dann macht er mit euch vielleicht auch einen besseren Preis. Gleich gibt es noch mal so ein paar Worte, wenn wir vorne stehen. Bis gleich. So, das war der kleine Film über Little Petra. Kleiner Film, kleine Stadt. Die Karawanen haben hier Rast gemacht vor langer, langer Zeit. Deshalb Little Petra. Und da hinten, diese schmale Schlucht. Da geht es hinein in die Stadt. Hier wurden die Verträge ausgehandelt, hier haben die Karawanen Halt gemacht. Attach Tours, Tarek, einen Gruß von mir bestellen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Denkt dran, liken, die Glocke, kriegt ihr alle Informationen über die nächsten Videos. Und ich gehe jetzt zu Fuß zum Kloster Aldir. Den Film könnt ihr schon angucken, den gibt es schon vom letzten Jahr. Ciao, danke fürs Zuschauen.